nicht werden. Ich melde mich, wenn ich alles im Griff habe. Ich kam da, wo ich kam. Auf jeden Fall eine gute Erklärung. So, Sie haben die Zoom-Stufe frei. Eure Welt freigeschaltet. Drücken Sie M, um die Karte zu öffnen. Wir haben eine Karte! Oh. Achso, oh, jetzt weiter. Mein Gott. Warum kann ich denn hier nicht rumswitchen? Downpark. Downtown. Was Shui? Trinity. Okay. Sie haben nun die offene Welt von Villedorf freigeschaltet. Ihr erstes Ziel ist das Zentrum der Überlebenden. Der Bazar. Dort finden Sie einen Händler, einen Ruheplatz und Ihr Versteck. Verwenden Sie Ihr Fernglas und erkunden Sie die Karte, um weitere Orte zu entdecken, wie Windräder, mit denen sich neue Sicherheitszonen aktivieren lassen. In der Stadt gibt es eine Menge Orte zu entdecken. Beim Erkunden der Welt sollten Sie den Kompass im Auge behalten und nach Begegnungen. Durch sie bekommen Sie Gelegenheiten, Bürger von Villedor zu helfen und dafür EP und verschiedene Belohnungen zu erhalten. Na gut. Wenn es sein muss. Wir brauchen die Hilfe. Der da unten braucht Hilfe. Ich helfe dir, warte. I'm coming! Du sollst loslassen. Okay, solange ich die Waffe nicht in der Hand halte, sollte ich nicht direkt vom Zombie landen. Ich sollte dir doch helfen, Arsch. Versuch das mal. Jetzt hab ich beide. Wenn man einmal helfen, ne? Ist egal. Das ist halt die ganze Beute für mich. Oh, ein abgewetztes Hackmesser. Was haben wir denn als Waffen hier? Erstmal das komische Hackmesser hier, ne? 14er Damage. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Ja. Doch keiner was dagegen gesagt, oder? Oh, meine Gesundheit ist fast am Arsch. Okay, warte. Aber nur diesen einen Balken, wir hätten doch zwei gehabt, oder? Also, wir sollen zur Kirche. War irgendwo da hinten, ne? Sicherheitszone? Bazaar, da wollen wir hin. Voll, bringt mir nichts, hier oben drauf zu springen, oder? Gute aus. Armer Mann. Gern geholfen, aber du, es war zu spät. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Da unten, dem muss ich wahrscheinlich helfen, aber was ist mit dem hier? Hey Bursche! Wusstest du, dass ein paar Leute der alten Welt Audio-Zeitkapseln aufgenommen haben, als sie realisierten, dass die Scheiße losbrechen würde?
Musst allerdings in die Gebäude rein, um sie zu finden. Ich frage mich eher, warum der hier mit dem Apfel in der Hand steht. Können wir den tot schmeißen oder was? Keine Ahnung. Aber wir helfen mal der Person da unten. Ihr müsst mich das gehen. Ist echt nicht cool. Oh, hat er mich erwischt, Mann? Jetzt hab ich dich. Keine Chance, du Bastard. Oh nein, ich hab falsch gedrückt. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Jetzt bist du tot. Bitte. Lass ihn gehen. Ganze Zeit. Aua. Zombie, komm her. Der hat mich mit irgendwas beworfen, das war nicht nett. Ich hatte eh Bock auf den Kiebel. Du Scheißkerl! Du siehst aus, als würdest du beten. Das solltest du auch. Sie hören einfach nie zu. Alter, der Trick. Das, du Bastard! Schluck das, Victor! Du bist erledigt. Beweg dich! Ey, diese Scheißdrehung, ne? Was? Was war das denn für ein Move? Okay, ich bin zum ersten Mal gestorben. Also der eine haut auf meinen Mitstreiter, den ich gerade gerettet habe, trifft mich und der andere tötet mich. Ich sollte mich noch nicht mit diesen Leuten anlegen. So, unser Kollege ist weg. Wir rennen zu unserem Ziel. Dass du Löcher im Schuh hast, heißt nicht, dass du arm bist. Wenn du niemanden hast, auf den du dich verlassen kannst, dann weißt du, dass du am Boden bist. Mein Freund Steve hat einen Biomarker benutzt, den er einem Infizierten abgehackt hat. 3 Tage später war er tot. Ja, reparier mal die Brücke, Jung. Du, verkaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Gallone. Kann ich mit ihm handeln. So, wir müssen zur Kirche kommen. Nicht aufhalten lassen hier. Des
des Stadtzentrums. Heutzutage bringen sich mehr Menschen um, als durch Befallene getötet werden. Ich endlich mal. Irgendeinen Sinn. Und Sinn, nun, ist hier nicht so leicht zu finden. Hallo, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Hi. Ja, da musste der Alex erstmal 3 Stunden 20 Minuten warten, dass ich das erste Mal sterbe. Aber hey, wir sind gerade jetzt auch in der Open World, ne? Jetzt wird es nicht mehr so offensichtlich sein. Hi. Hier ist hier ein Apfel auf dem Dach. Ich glaube, takt. Was hier? Apokalypse Now? Hier haut sie einen Apfel rein. Oh, hier ist unser Freund. Kann man auch hochfahren? Nee, ne? Oh. Aber ist egal, das schaffen wir schon. Hi. Die Pilze anschwitzen? Den Spargel blanchieren? Die Zwiebeln anbraten, bis sie glasig sind? Natürlich. Wir haben nichts von allem. Also werden wir einfach essen, was da ist. Zum Beispiel eine Kartoffel, die du gerade schneidest. Okay. Die du nicht mal erwähnt hast. Ja, wo komme ich denn da rein? Ey, bleib oben. Warum sind hier überall auf den Dächern die Menschen? Meine Mutter war Apothekerin. Also wolltest du in ihre Fußstapfen treten? Ist doch bestimmt anklopfen, oder? Meine Tante hat den Virus für die gute Spucke heile Dicke. Ich will lieber nicht wissen, woher sie das weiß. Noch nicht. Wir fehlen noch wohl ihr fürs Dach. Guck nicht so grimmig. Aber ich bin halt genervt. Im ersten Teil war nicht die ganze Zeit so Musik im Hintergrund, oder? Gib ihn zu an hier, ja. Sieh mal, wer da ist. Willkommen im Bazar, Pilger. Ich hätte auch geguckt. Hey, pass auf, wo du hinlatscht. Was für ein Tag. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin.